Student. Hallo. Eine Frage. Wir sind unterwegs aus Berlin und wollte jemanden was mitbringen. Und zwar brauche ich für einen Fiesta 94er eine Rückleuchte, bitte. Welche Seite? Von hinten gesehen, die rechte Seite ist es. Hinten rechts. Genau. Einen Moment, frage ich mal meinen Bruder, ja? Danke. Peter? Ja, guten Tag, Herr. 94er Fiesta, hinten rechts eine Rückleuchte. Ja, haben wir da. Am dicken Mercedes, neun. Ja. Guten. Hallo. Sie suchten eine Rückleuchte. Genau. Von Fiesta. Ja. Hinten rechts 94. Hinten rechts 94er Baujahr, genau. Uwe! Manfred! Ja! Guck mal, ein geiles Auto! Wo? Komm mal runter! Wir kommen mal! So. Oh la la, hier! 10, 5, 3, 30 sind das dann. Naja. Meine Brüder sind immer so hinter Mercedes, weil die selbst gerne so eine Autos fahren. Ja, ich sehe schon, ich sehe schon. Ja, ja, das ist eine kleine Strecke, gell? Ja, die, vielleicht will ich noch mal kurz mit dem plaudern. Oder so. Euer Auto! Meins, ja. Mann, die geil, kommen mal runter, die Auto. Kommen mal runter nach euch, Jungen. Erstmal guten Tag, wa? Ja, hallo. Tschüss an euch. Ja, danke, tschüss. Ne? Alles Gute noch. Alles Gute. Jo, danke, tschüss. Tschüss. Manometer. Ah, schickes Auto. Ja, da ist das Freides von Carbon. Manfred. Na, ja, Jungs, da habt ihr ein anständiges Auto. Gute. Dankeschön. Hi, ich bin Uwe, wa? Der Bruder. Hi. Guten Tag. Ja, der Bruder. Darf ich mal eine Frage stellen? Bitte. Ich hab ja die Nichte, die Diana. Ich guck mal immer die Bravos und so weiter an. Könntest du nicht der Bosquito sein? Ja. Da gibt es doch nicht. Ich gar nicht erkannt. Der Manfred erkennt ja auch alles. Ja. Den hab ich Manfred, sag mal Peter Bescheid, wer das ist. Ich sag auf jeden Fall mal Bescheid. Manometer, da haben wir hier berühmte Leute hier, wa? Mann! Halb so wild. Kann man ja richtig stolz sein, wa? Hört sich immer größer an, als es ist eigentlich so. Ja, so ist es. Kannst du mal runterkommen, hier ist Bushido. Und bei euch auch? Kannst du mal angucken. Auch bei uns ist immer. Ja, Peter, ja. Guck mal, wen wir hier haben. Ja. Du hast sie gar nicht erkannt, wa? Peter, guck dir das mal an. Das ist ein schönes Auto, wa? Ja! Manometer, damit man eine Spritztour machen. Uwe, kann man Uwe. Mal gucken? Dir das? Klar, sicher. Ganz einfach, ja, Uwe. Willst du reingucken oder im Motor? Zeig mal den Motor. Den Motor mal gucken, was braucht denn da drin? Hey, Uwe, so, dir das Auto in der Hand geben, das wäre das Letzte. Schönes Auto. Ja. Ja, guck dir das der mal an. Und die Nummer das ist ein Bröckelchen, jeder wa? Jeder bekommt eine eigene Nummer. Manometer. Ist ein schönes Auto, oder? Ja. Ja. Perfekt. Genau. Was läuft da so? Na, auf der Endgeschwindigkeit, ja, so in etwa. 300, 305 oi, oi, oi. Oder so. Ja. Aber jetzt habe ich eine Frage für Tempolimit. Gilt das, wenn auf dem Schild 130 draufsteht und wir im Viermann sind, dann werden vier Mann zusammengezählt oder die Hälfte? Also jeder 130 pro Person geht das normal, wa? Ja, mindestens vorne und der Beifahrer. Ja. Ist das eigentlich, so euer Ding, so diese neuen Motoren? Also habt ihr da auch noch euren Spaß dran? Oder? Ja, wenn es so offen stehen. An Neuer und Alt habe ich Spaß. Ja. Und so ein AMG ist ein Traum. Manfred kann man nur träumen. Für die Neueren. Und ich Alten. Hab zum Spritztour machen, ja, aber ich bin mehr für die alten Motoren. Mhm. Am besten noch die Motor mit Kontakte, alten Verteiler drin. Also Manfred ist mehr für neue. Obwohl es für den Spritztour zu machen, ist der geil. Ist das nicht ein Meisterwerk der Motorentechnik? Ist das nicht ein Meisterwerk der Motorentechnik? Das ist echt ein Meisterwerk, ja. Und da sage ich, das ist die Krönung. Das ist ein schickes Auto. Eine der Krönungen der Meisterwerke der Motorentechnik. Aber auch diese Mercedes, nicht wie du Audi. Hat auch gut, aber dieser Motor ist das Besondere. Genau wie wir. Ich bin Mercedes. So, ganz normal. Zum Beispiel gesagt, eure Musik ist modern. Ja. Ich bin ja auch ein älterer Moderner jetzt. Richtig. Ah, vor allem die ältere Musik gehört. Richtig. Die ist spannend. Das ist klar. Wir haben alles beide dasselbe. Richtig. Er liebt seine Mama. Die ich Mama liebt meine bei Mama immer, und mein nicht? Papa. Aber das ist sowas Schönes, Junge. Richtig. Und die Mutter ist wichtig immer. Stimmt das nicht? Ja, absolut. Auch für uns. Und Jungs, Freundschaft ist wichtiger wie Geld, wie alles andere. Ja, man sieht sich einmal und gleich. Ja. Die Mama hat die wichtigste. Die Mama hat die Mama. Das ist ein Gott. Die Eltern haben kein Geld. Deine Mama wird nie was zum auf Geburtstag dir kommen lassen. Das ist stolz auf dir. Wie meine Mama und unsere Mama uns auch nie was. Das ist nicht. Bin stolz, dass du eine Mama hast. Ja. Jedes Jahr nach Hause. Und dann kommt erst die Mädchen und die Autos. Ja. Genau, das kommt dann ganz hinten. Vorher, das kommt ganz hinten. Hin. Aber sind auch schön. Sag ich ja, die Autos sind wunderschön. Wir sind ja Autofanatiker. Richtig. Wir lieben die Autos. Aber der Hammer ist, meine Mutter hat nie einen Führerschein gehabt, ihr ganzen Leben nicht. Meine auch nicht. Nein. Der Vater hat nie Auto gefahren. Junge. Jungs, die Mamas wollen doch nur Liebe an ihre Kinder haben. Kapiert ihr dafür? Wir haben kein Auto. Scheiß Auto. Ja. Ja? Na, dann pass mal auf. Dann wollen wir den Motor ja auch mal hören, wenn er sich anhört, der Profi. Ja. Du
viel mehr Kraft gemacht. So ist volle das ein Auto? Geballert. Der läuft! Der ist wie eine Nähmaschine. So ein, ja. Ein Klang. Richtig geil. Ja. Oh, richtig geil. Richtig. Auf. Ja. Wie ein Herz. Und gerade wo wir Mercedes stehen. Ja. Wir machen einen Vergleich zur Zeit zwischen Mercedes und BMW. Ja. Und BMW. Müsst ihr euch mal oben angucken gleich. Okay. Ist das nicht ein Auto, ein Traum? Ihr habt nur eins vergessen hier. Die Mädchen, wa? Ach ja. Hier, das war ein 8-Zylinder, aber nicht vergleichbar mit deinen. Das war eben nur ein 420er. Aber hier. Es war auch ein kleiner Brocken drin, hat nicht ganz so viel PS, aber laufen tut er auch. 218 PS. Ach, die alten Autos haben auch einen Charme, gell? Ja. Nicht nur die neuen. Irgendwie. Romantik. Romantik pur, aber wirklich. Aber auch. Und der hat schon mal 400.000 runter, läuft immer noch wieder eins. Die laufen, laufen und laufen, bis zum Umfalle. Aber die Finger weg. Ist Mercedes, auch die alten Klassen sind nicht schlecht. Ist natürlich nicht vergleichbar mit den neuen TL. Aber zu seiner Zeit war das super klasse. Stimmt, der war das ist eigentlich für ein Baujahr. Das sind 85er. Alles, 85, ja, da war schon die aufgefrischte Variante. 420er mit 218 PS. Immer, wenn ich mit den Dingern fast 23 Jahre jetzt schon. Ja, und läuft immer noch. Ist das nicht Qualität? Das ist ja, und bei Mercedes ist das kein Ausreißer. Beim BMW da drüben, der daneben steht, 85er, sind das seltene Exemplare noch. Und bei Mercedes laufen sie Massen noch rum. Der hatte Dachhöhe viel besser wie der BMW. Ich hau nicht mit dem Kopf dran. Mhm. Er fährt sich an wie ein Lamm. Ja. Du kannst bei der Automatik in Stand anfahren, ohne zu ruckeln. Also der Mercedes ist sehr, sehr bequem. Mhm. Hätte ich nicht gedacht. Richtig. Willst du auch noch mal einen BMW setzen zum Vergleich? Ja, gerne, klar. Dass du mal einmal den Unterschied siehst. Natürlich, klar. Richtig. Du sollst ja mal nachher entscheiden, wer für dir der Bessere ist. Hat er auch Schaden, aber... Ja, der geht aber. Ja. Klingt aber trotzdem gut. Aber nur 6 Zylinder. Ja. Also ganz ehrlich, vom Sitzen und vom Fühlen her so ganz klar. Ja, immer Mercedes. Ja. Immer, immer. Da sind wir ja schon 3. Ja, oder? Damals, wo ich noch so ein kleiner Junge war, wo ich noch keinen Führerschein hatte, da war der Mercedes immer so der große Traum von wegen, oh, wenn du ein Auto hast, dann Mercedes, ne? Ja. Und prinzipiell war es bei mir immer so, dass auch die drin die Armaturen, so das, die ganze Technik, so das Drumherum und die Optik und das Detail. Ja, einfach so diese Romantik war bei Mercedes eigentlich, glaube ich, für mich persönlich immer mehr da als bei einem BMW. Obwohl es natürlich auch ein super Auto ist. Ne? Ja, super ist BMW, super, Mercedes nimmt sich fast nichts, aber der Benz geht für mich mehr ins Detail und deswegen war für mich auch immer klar. Also ich bin auch lange im BMW gefahren, in den 7er bin ich lange gefahren. Jetzt bin ich bei Mercedes und da bleibe ich auch. Ist aber ganz Auto. Ehrlich. Richtig. Ich habe zum Beispiel einen Führerschein auf dem 23er Mercedes gemacht. Mhm. Da wurde ich auch ein bisschen geprägt. Die großen Armaturen, man brauchte da keine Brille. Mein Name ist Bushido, wir sind gerade im Westerwald, das ist K1, wir sind hier bei den Blue Dogs. Kevin und Scheiße! Also, Bushido und sein Freund! Ganz ehrlich, so diese vier Brüder, die muss man einfach nur ins Herz schließen. Und ich kann euch sagen, dass ich der größte Fan, glaube ich, hier in Deutschland bin. Wenn ihr was wissen wollt, so, dann guckt die Ludolfs auf D-Max und ihr dürft nichts verpassen, was die Jungs hier fabrizieren. Denn das ist einfach nur noch Romantik pur. Also Jungs. Tschüss, gell? Tschüss, Jungs, wa? Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Wenn du was brauchst, kommst du uns kaufen. Ja. Immer wieder gerne. Lieb und nett, ist er.